Sie wollen auch mal Mafiosi spielen? Das können Sie am Freitag im Nutthaftgewölbe in Hengersberg tun. Denn dort findet eine richtige Mafia-Party statt. Und weitere Tipps fürs Wochenende sehen Sie jetzt. Zum ersten Mal werden die Spieletage mobil und finden deshalb dieses Wochenende in Außenzell statt. Mit dem Brettspielmobil kommt eine umfangreiche Spielothek mit vielen Brett- und Kartenspielen in den Ort. Begleitet wird das Brettspielmobil von zwei Betreuern der mobilen Spielearbeit, die mit den Spielen vertraut sind und auf Wunsch auch Turniere ausrichten können. Am Freitag und Samstag findet im alten Schlachthof Straubing die alljährliche Blues-, Boogie- und Swing-Night statt. Mit dabei sind unter anderem Abi Wallenstein mit seinen einzigartigen Gitarrenklängen und die Down Home Percolators. Die Karten können Sie im Amt für Tourismus Straubing erwerben. Der Grabbestand des St. Peter Friedhofs in Straubing ist einzigartig. Nicht nur in seiner Größe und Geschlossenheit, sondern auch in seiner künstlerischen Qualität. Das Amt für Tourismus in Straubing veranstaltet am Samstag eine Sonderführung zu den Grabdenkmälern. Los geht's um 14 Uhr an der Basilika St. Peter. Filmklassiker aus Hollywood, Melodien aus Star Wars und Hits verschiedener Musicals spielt das Orchester der Passau Pops am Samstag in Viechtach. Auch Filmthemen aus berühmten Walt Disney-Filmen sorgen für ein tolles, abwechslungsreiches Programm für alle Altersklassen. Das Ensemble wird von Reinhard Gutschi dirigiert. Karten für das Konzert sind in der Touristinfo in Viechtach erhältlich. Am Kirchweihsonntag heißt es in Lalling wieder, auf zum Obst- und Bauernmarkt. Dort können Sie Spezialitäten rund ums Obst probieren, bummeln und einkaufen. Neben regionalen Erzeugnissen der Streuobstbauern werden auch viele handwerkliche Produkte, Deko- und Töpferwaren angeboten. Eröffnet wird der Markt vom Lallinger Bürgermeister und der amtierenden deutschen Mostkönigin. In Plattling besteht an diesem Sonntag die Möglichkeit, vormittags über den Kirchweihmarkt zu bummeln und nachmittags shoppen zu gehen. Denn die Isarstadt verbindet ihren alljährlichen Warenmarkt mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das Angebot der Vieranten reicht von warmer Bekleidung bis zu Gestecken für Allerheiligen oder die Adventszeit. Und auch verschiedene kalte und warme Speisen werden an den Marktbuden angeboten. Der Don-Kosakenchor Sergei Jarow spielt in der katholischen Pfarrkirche Winzer ein festliches Konzert. Stimmgewaltige Solisten vermitteln den Zauber und die eigene Melancholie der russischen Musik. Der Chor ist durch eine langjährige Gastspieltätigkeit bekannt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Sparkasse Winzer oder der Sakristei der Pfarrkirche St. Georg. Wer lieber draußen feiern will, kann das auf der Kirte in Dingolfing tun. Da kann man ordentlich feiern mit zünftiger Musik und traditionellem Essen. Ein Muss für alle Dingolfinger, aber auch alle anderen sind auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich sag Servus und schönes Wochenende.